Ich kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Drecksschwein, perverses Arschloch. Ich weiß Kinderficker. Nicht. Ihre Geschichte zieht einfach. Entschuldigung, nicht. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Sie reden einen Haufen Schwachsinn. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Nein, nicht ruckeln. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Scheiß Zeichentrickfilm. Lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Nein, das reicht schon. Ende der Befragung. Oh oh. Weg mit dem Clown! Au! Ihr Schweine, ey. Euch. Aua! Bam! In die Fresse rein. Nein. Bam! In die Eier. Geil! Boah! Und... Bam! Der ist so cool. Ah. Au. Na komm. Der wollte auf mich schießen. Hat schon die... Ja, die Knarre in der Hand. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. War das eine Drohung? Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Na, ich komme wieder. Warte ab. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich ihn so fertig machen können. Aber, naja. Und es ist immer noch ein scheiß Zeichentrickfilm. Naja, soll er seinen Spaß mit haben. Die Pfeife. Ich war gerade geistig abwesend. Jetzt bin ich wieder da. Ethan. Ab ins Kraftwerk. Und Leute, das wird richtig cool. Ja, Mann. Nicht ruckeln. Bam. Okay. Nicht ruckeln. Spiel, ich hasse dich. Wahrscheinlich ist die CD wieder verkratzt. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege. Normalerweise passe ich immer so toll auf meine Spiele. Aber irgendwie... Hey. Ach so, drücken. Sag das doch gleich. Na komm. Na komm. Na komm. Geht nicht. Okay. Dann gehen wir... Einfach mal außenrum. Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Was zur Hölle soll ich hier? Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Na, Schmetterling nicht unbedingt. Es ist die Schmetterlingsprüfung. Au! Verdammt nochmal. Scheißteil. So, okay, wir sind im Kraftwerk.
Müssen wir bloß gucken, wohin wir müssen. Ne, da ist Zaun. Da vorne, das sieht doch gut aus. Oder? Ja, Schmetterling an der Wand. Das kann nur richtig sein. Oder wir sind gleich tot. Aber nein, es ist richtig. Okay. Was ist denn das? Da drehen wir einfach mal dran. Aber wir müssen ja ins Kraftwerk. Nur so kommen wir ins Kraftwerk rein. Jetzt dreh aufkommen. Ja, so. Offe. Ja, aufmachen. Aha. Streichhölzer. Die nehmen mit. Und zünden auch gleich eins an. Schnipp. Okay. Dann rein mit uns. In den Gang. Wupp, zu ist es. Okay, ihr seht jetzt wahrscheinlich genauso viel wie ich. Und das ist scheiße. Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Ich hätte nie in das Rohr gehen sollen. Das... Moment. Es ist Selbstmord. Ich muss jetzt mal gerade... Vielleicht klappt es jetzt besser. Ja. Hätte ich vorhin schon machen sollen. Beziehungsweise beim ersten Mal, wo ich es... Au! Wo ich der Meinung war, es klappt nicht. Ja, scheiße, jetzt liegen hier überall Glassplitter. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Ja, aua. Ah. Okay, ganz... Langsam. Ja, es ist jetzt gerade sehr spannend. Das tut mir sehr... Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Dem Windhauch. So, ich vermute mal, wir müssen da lang. Das tut mir immer selber so weh. Ich find's richtig krass. Ich stell mir da immer vor, ich würde da jetzt durchkriechen müssen. Und das ist nicht so angenehm. Muss ich zugeben. So, woher kommt der Windhauch? Na komm, anzünden. Der Wind kommt von da. Glaube ich zumindest. Was machst du? Du Dösbattel, das hat er sich gedreht, oder was? Ja, natürlich hat er sich gedreht. Ach, Pfeife. Oh, ist das scheiße. Oh, jetzt habe ich total die Orientierung verloren wegen dem Vollpfosten. Ja,
Der Luftzug kommt aus der Richtung und da will ich hin. Ach, scheißegal. Ich bin wahrscheinlich komplett falsch, was scheiße ist. Ich hab mich in dem Scheißding noch nie verlaufen, ey. Noch nicht beim ersten Mal spielen. Jetzt natürlich klappt's nicht. Super. Au. Das. Ah. Ah, das tut weh. So, nochmal. An mit dem Ding. Hopp. So, Luftzug kommt von rechts. Und wir müssen dem Luftzug hinterher. Das heißt, wir gehen da lang. Jawohl. Und das ist falsch. Ich war wohl nicht der Erste hier. Und der Typ hat den Ausgang nicht gefunden. Ja, das ist schlecht. Sehr schlecht. Ja, du sollst dich drehen, du... Hallo. Dreh hin. So. Wir kriegen das hin. Ich finde schon noch den richtigen Weg. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wo die Flamme hin zeigt. Das ist doch echt scheiße.